Moin Moin, unsere Stammlocation mittlerweile, Ape Gym. Wir haben uns heute mal ein bisschen Frauenpower rangeholt. Franziska Messner hat auch gerade ihre Saison abgeschlossen. Wie zufrieden bist du? Es geht so. Ich hätte gehofft, mehr Härte rauszuholen beim zweiten Mal. Der Plan ist jetzt fürs nächste Jahr richtig hardcore durchzuziehen mit viel mehr Cardio. Aber ich sag mal, für eine deutsche Meisterschaft den 4. von 6 ist schon gut. Ich habe mir das Ziel gesetzt gehabt, nicht Letzte zu werden. Vorletzte hätte auch gereicht. Mit 4. Platz war ich schon sehr zufrieden. Nur ich weiß, Form muss noch auf jeden Fall viel besser werden. Du bist in Hamburg gestartet, 2. geworden, genau. Deutsche Meisterschaft 4. Hast du noch einen Wettkampf gemacht, Duisburg? Nein, das hat mir erstmal gereicht. War erstmal. Ich sagte, na, fürs erste Mal, wo man nach der Deutschen ist, eigentlich so reicht erstmal zum Anfang, dass man gucken, wo man steht, welche Form hat man, wie sehen die anderen aus, damit man weiß, nächstes Jahr nochmal richtig Gas zu geben. War deine erste Saison? Sozusagen die zweite. Letztes Jahr bin ich in Berlin gestartet. Von 3 Athleten habe ich den 1. Platz gemacht, aber auch nur, weil ich die einzige in meiner Klasse war, muss man dazu sagen. Da hatte ich auch ein Problem, sag ich, Form war nicht so gut und habe gesagt, nee, ich fahre nicht zur Deutschen, und das hatte ich dann bereut. Jetzt habe ich das Ziel gesetzt, wirklich regionale machen und dann auch zur Deutschen, wenn man die Chance hat. Wer bereitet dich vor? Machst du das alleine oder hast du jemanden, der da hinter dir steht? Ich habe einmal einen Trainer, Klaus Maibaum, der ist auch sehr bekannt in Hamburg aus dem Olympic. Der bereitet mich vor und auch mein Freund hilft mir, denn der ist der Koch zu Hause. Ja, mal vertauschte Rollen. Der Freund kocht. Startet dein Freund auch? Er hat vor, im Herbst zu starten oder im Frühjahr nochmal mit mir zusammen, dann als Paar und auch einzeln. Okay, Klaus Maibaum, ich denke mal, brauchen wir nicht viel zu sagen. Legende aus dem Olympic, hat schon 1000 Leute vorbereitet, vielleicht auch 2000, auch eventuell 1 Million, man weiß es nicht so genau, selber Ewigkeiten gestartet. Nochmal zur Härte, bist nicht so die Cardio-Fee, oder? Nein, das stimmt, also Cardio ist nicht so mein Ding. Ich habe auch festgestellt, dass mein Puls nicht sehr großartig steigt beim Cardio-Training, was ja auch sehr wichtig ist, die Herzfrequenz steigt, um Fett zu verbrennen. Also ich brauche schon extrem schwere Belastungen, damit wirklich bei mir was kommt. Und habe festgestellt, naja, beim nächsten Mal noch mehr Cardio, am besten noch mit Gewichten dranhängen, damit wirklich was passiert. Du hast deine nächste Saison angesprochen, dein Ziel. Was ist dein Ziel langfristig? Langfristig, ich habe ein optisches Ziel. Ich weiß noch nicht, ob ich das so umsetzen kann. Also ich habe gedacht so, naja, Niveau Skadi, Frei Seifert, das sagt ja auch jedem was. So ein Mittelding zwischen ihr und Nathalie Falk. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Okay, wie lange gibst du dir Zeit dafür? Oh, schon einige Jahre, ne? Um so gut zu werden, muss man schon einige Jahre hart trainieren. Okay, so viel erstmal zu Franzi. Wir gehen jetzt ins Ape Gym und zeigen euch mal ein bisschen, wie trainieren geht. Was trainierst du heute? Heute Rücken. Ich bin gespannt. Bis gleich.